So, hallihallo, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde. Ja, Freitagnachmittag und da bin ich wieder und wie immer nicht alleine. Diesmal habe ich mir Unterstützung von den Stadtgärtnern geholt. Der Torge ist heute mit dabei. Herzlich willkommen, Torge, schön, dass du da bist. Moin, ja, vielen Dank, dass ich dabei sein darf hier bei dir. Großartig. Ich freue mich ganz besonders, weil wir ein ganz besonderes Buch heute vorstellen wollen. Die Stadtgärtner haben nämlich ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben. Hier zeige ich es euch schon mal und da wollen wir uns heute ein bisschen drüber unterhalten. Und ihr da draußen, ihr könnt Fragen stellen an den Torge, wenn ihr wollt, zum Thema Stadtgärtner, zum Buch, zu DIY-Projekten, weil darum wird es heute hauptsächlich und maßgeblich gehen. Und könnt uns Fragen stellen und schreibt uns, wenn ihr zuschaut, bitte gerne auch mal in die Kommentare, von wo ihr uns zuschaut, damit wir hier nicht so das Gefühl haben, wir quatschen völlig alleine vor dem Monitor rum. Ja, Torge, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist. Du bist einer, ich darf das jetzt mal ganz formal sagen, du bist einer der Geschäftsführer, glaube ich, ne, von den Stadtgärtnern. Ist das richtig? Ja, das ist sozusagen formal richtig. Ich glaube, wichtiger ist, genau, ich bin einer von den drei Gründern. Also wir haben die Firma zu dritt eigentlich gegründet und genau, Dirk, Jan und Emich. Und deswegen bin ich von Anfang an dabei, ja. Genau, und du hast dich heute entschieden, für eines eurer neuen Produkte hier zu stehen, hier zu sitzen quasi, nämlich ihr habt ein tolles Buch veröffentlicht, geschrieben, und zwar geht es um DIY-Projekte für den Garten. Da wollen wir gleich ausführlich drauf eingehen. Zunächst aber einfach mal zu dir und vor allem auch zu den Stadtgärtnern, denn die Stadtgärtner sind ja auch eine tolle Social-Media-Community. Euch gibt es auch. Auf welchen Kanälen gibt es euch überall? Uns gibt es eigentlich vor allem bei Instagram und dadurch natürlich auch ein bisschen bei Facebook, aber eigentlich ist Instagram unser Hauptkanal. Das haben Genau. ja heute fast alle. Ich bin bei Instagram ein bisschen später gekommen. Deswegen ist bei mir Facebook tatsächlich oder bei uns hier, wir sind Garten, immer noch Facebook der Hauptaccount, aber Instagram. Und da sehen wir uns auch gleich noch zum Live, denn wir haben heute quasi einen Live-Marathon vor. Ja. Liebe Hobbygärtnerinnen, Hobbygärtner, jetzt hier für euch auf Facebook und gleich circa eine halbe Stunde sehen wir uns nochmal auf Insta. Wenn ihr hier aber seid, dann schaut uns hier zu, denn wir haben hier einen ganz großen Vorteil. Wir können mal ins Buch schauen. Das können wir gleich auf Insta nicht und das wollen wir auch gleich mal tun. Aber nochmal zurück zu den Stadtgärtnern. Du sagst, du bist einer der drei Gründer. Ihr habt euch 2011, glaube ich, gegründet. Und erzähl mal ganz kurz, wie ist es dazu gekommen? Was machen die Stadtgärtner? Ja, vielleicht ganz kurz, wie es dazu gekommen ist. Das war eher ein Zufallsprodukt. Also Dirk, einer von uns dreien, mit dem habe ich zusammen studiert, zusammen gewohnt und der hat dann irgendwann angefangen, privat Samenbomben herzustellen. Die Saatkugeln, ne, das sind so kleine Kugeln aus Erde, Ton, Saatgut, die wirfst du dann irgendwo hin und dann wachsen da Blumen. So ein bisschen, Ein um die Superprodukt. Tristesse der Stadt zu vertreiben. Guerilla-Produkt, gell? Genau, und dann haben wir gedacht, Mensch, also kamen einfach ganz viele Leute und haben gefragt, das ist ja cool, kannst du mir auch ein paar machen, kannst du mir auch ein paar machen? Und dann kamen die Leute und dann wurde es immer weiter entfernt, haben die Leute gesagt, ja, kannst du mir auch ein paar machen? Die Mutter meiner Oma, der Schwester, die will. Oder irgendwann hast du dann gesagt, naja, komm, wir müssen doch irgendwie Geld für nehmen. Und dann hat Dirk angefangen, die bei der Wanda zu verkaufen. Damals, das heute ja Etsy ist. Und dann lief das ganz gut. Und dann kam er irgendwann auf mich zu, oder erst kam er auf Jan zu. Weil er Hilfe brauchte, dann auch die zu rollen und zu produzieren. Und dann kam er auf mich zu und sagte, du, weil ich Internet gemacht habe, schon immer beruflich, so Webshops und sowas. Und er meinte, kannst du nicht mal so einen Internetshop bauen? Und genau, so ist das dann entstanden, dass das von da an immer größer wurde. Und wir machen eigentlich Geschenkartikel. Also wir sind weniger jetzt ein Gartenartikelhersteller, sondern wir machen eigentlich grüne Geschenkartikel. Immer Geschenke, die dich in die Natur bringen, die dich irgendwie rausbringen, also auch ein Igelfutter zum Beispiel, Vogelfutter, immer was dir so ein kleines Naturerlebnis gibt. Aber ganz, ganz tolle Geschenke, grüne Geschenke, wie du es gerade gesagt hast, mit ganz viel Inspiration, mit ganz viel Idee. Ich bin das erste Mal, ich glaube, vor 3 Jahren auf euch gestoßen, in Anführungsstrichen. Da gab es ein Event in Hamburg und da war ich total begeistert, weil eines eurer Produkte, ich habe gerade im Vorgespräch auch gefragt, habt ihr das noch? Das ist ja zum Beispiel der Löwenzahn, also die Pusteblume. Das ist ein Produkt, das ihr wirklich verkauft. Das ganz, ganz toll von den Menschen angenommen wird. Also ich habe da ganz, ganz viele Kommentare gelesen. Es gibt heute viel mehr Produkte. Du hast es gerade schon gesagt. Ihr habt euch da ganz schön ausgeweitet im Geschenkebereich. Wunderschöne Ideen. Was gibt es denn sonst noch so für Sachen bei euch? Ja, genau, also was du gesagt hast, das ist bei uns der Wunscherfüller. Das ist eine getrocknete Pusteblume im Glas. Und das ist
ein bisschen auch die Idee an die Kindheit, ne? Du hast es bei dir zu Hause stehen und es ist einfach aus der Natur, steht es bei dir und bringt dich einfach so ein bisschen zum Träumen. Dann haben wir jetzt gerade im Herbst, machen wir Igelfutter, Wildtierfutter, also Wildvogelfutter, Eichhörnchenfutter, auch total schön verpackt und haben auch so kleine Futterhäuschen, Freiluftbuffets heißen die bei uns. Da machen wir natürlich, wir sind klar auch stark im Frühjahr, wir haben Anzuchtsets, Saatgut, kleine Anzuchthäuschen, so Mini-Gewächshäuser haben wir, genau. Also einfach Also. mal gucken auf der Website, dann werdet ihr bestimmt auch das eine oder andere finden, das ihr faszinierend findet. Was ich noch faszinierend finde, ist, ihr habt auch tolle Adventskalender. Ja, genau. Wir haben jetzt gerade neu, haben wir tatsächlich zwei verschiedene Arten Adventskalender. Einmal mit rein mit Saatgut und einmal, was wir Naturerlebniskalender nennen, wo einfach verschiedene Produkte aus unserem Sortiment drin sind. Und was wir noch haben für Leute, die ihren Adventskalender, heute soll es ja auch um Do-it-yourself gehen sozusagen, das ist ja das Buch. Und deswegen auch für Leute, die ihren Adventskalender selber befüllen, ne, oft hast du so kleine Sockenkalender, haben wir eine eigene Kategorie und da kooperieren wir mit 30 anderen kleinen jungen Firmen in Deutschland und haben deren Produkte sozusagen, also haben eine Vorauswahl an 100 Produkten, die alle gut in den Adventskalender passen und die kannst du halt zentral bei uns kaufen. Sind aber halt nicht alle von uns. Genau. Und das heißt, so für so Do-it-yourself-Kalender, das ist echt eine schöne, schöne Sache. Super, und eben was ganz Besonderes, was ganz Individuelles. Und genau wie du gerade schon sagtest, darum geht es jetzt, um was ganz Besonderes, Individuelles, nämlich um was Selbstgemachtes. Do it yourself. Ihr habt ein wirklich tolles Buch zum Thema Do-it-yourself-Projekte für den Garten geschrieben. Und wie kamt ihr auf die Idee, ein Buch zu schreiben? Das war gar nicht unsere Idee tatsächlich, sondern der Verlag, der EMF Verlag, die sind auf uns zugekommen und haben gesagt, Mensch, ihr seid doch hier so groß im Do-it-yourself. So groß waren wir wahrscheinlich gar nicht im Do-it-yourself, dachten wir zumindest. Und ob wir da nicht ein Buch schreiben wollen. Und dort haben die gesagt, ja klar, so ein Buch ist ja immer, ist ja super, ne? Auf jeden Fall. Und dann haben wir mit dem Verlag, also haben wir uns auch ungefähr von denen erklären lassen, was die sich vorstellen. Und haben dann zusammen überlegt und haben gesagt, Mensch, dann wenn, dann wollen wir es auch wirklich hands-on, also gar nicht groß jetzt irgendwie irgendwelche theoretischen Sachen, Materialkunde oder sonst was, sondern einfach wirklich nur Projekte. Und dann haben wir angefangen, uns die Projekte zu überlegen, was wir da so drin haben wollen. Und so ist das Ganze dann entstanden. Genau, wir haben das dann, also Dirk, Jan und ich, unter uns aufgeteilt, die Projekte, und die dann erstmal gebaut, das Ganze dokumentiert, fotografiert. Später haben wir es dann auch nochmal mit einem professionellen Fotograf alles nochmal gemacht, also einzelne Sachen wirklich nochmal gebaut und dann auch ein bisschen besser natürlich fotografiert. Und dadurch haben wir die Sachen, das war aber sowieso gut, musstest du ja mehrfach bauen, dass du auch wirklich sagst, so wie wir sie jetzt beschreiben, so funktioniert es dann auch wirklich. Also in der Schritt zurück, man muss echt sagen, es ist deutlich aufwendiger, so ein Buch zu schreiben, als wir gedacht hätten, ne? Weil du ja wirklich, du musst die ganzen Sachen wirklich mehrfach bauen, du wolltest auch sicher sein, dass das geht. Da musste halt ja auch wirklich, oder wir hatten dann auch natürlich einen Anspruch, ist ja klar, und wollten wir auch alles professionell fotografiert haben. Genau, aber es hat schon echt Spaß gemacht. Aber es war auch wirklich Arbeit. Aber genau, die Idee kam nicht von uns, sondern das ist durch den Verlag eigentlich entstanden ursprünglich. Wie habt ihr die ganz konkreten Projekte ausgewählt? Wir kommen ja, liebe Leute, ne? Ich weiß, dass ihr gespannt seid, welche Projekte da drin sind. Da kommen wir auch gleich noch zu. Wie viele Projekte sind insgesamt drin und wie ist es zu dieser Auswahl gekommen? Da hast du mich. Ich würde sagen, es sind ein paar und 20. Ich habe gar nicht gezählt. Guck mal. Ich würde sagen, es sind irgendwie so 25. Ja, oder bis 30. Irgendwo zwischen 25 und 30 Projekte sind es, würde ich sagen. Ich habe sie auch gar nicht gezählt. Ja, ich habe sie jetzt gerade ganz schnell mal eben gezählt. Also wenn ich mich nicht verzählt habe, hätte ich jetzt gerade 37, könnten es tatsächlich sein. Noch so viel, okay, krass. Aber keine Garantie. Es sind also auf jeden Fall ganz viele und deutlich über 30 Projekte. Aber wie seid ihr zu der Auswahl gekommen? Also habt ihr Also die... ein paar Sachen hatten wir quasi schon, weil dadurch ist der Verlag auch wahrscheinlich auf uns gekommen, weil wir haben schon immer Upcycling-Produkte gemacht und die auch bei uns im Shop verkauft. Und zwar eigentlich aus alten Apfelkisten, diese Obstkisten, die man so kennt, und aus Tulpensieben oder Zwiebelsieben. Und daraus haben wir schon immer eigentlich, also aus den Sieben zum Beispiel, haben wir so geknickte Regale gemacht. Die sind total schön. Und aus den Kisten hatten wir so Pflanztreppen,
zum Beispiel gemacht. Und das heißt, die Sachen, ich glaube, das sind dann drei von den Projekten dann am Ende auch nur geworden, aber das heißt, die hatten wir schon, die haben wir dann auch ins Buch mit aufgenommen. Und genau, den Rest, so ein paar Sachen hat man vielleicht selber schon mal gebaut, klar, oder hat sie irgendwo gesehen im Freundes- oder Bekanntenkreis, dass das gebaut wurde. Und dann sind wir natürlich auch ganz, ganz klassisch sozusagen, bin ich tagelang durch Pinterest vor allem, das ist eine super Inspirationsquelle dafür, und haben immer geguckt, Mensch, was passt vielleicht zu uns, was passt in das Buch und was ist auch einfach nachzubauen. Ne? Also das wollten wir schon auch. Wir wollten jetzt Sachen auch machen, auch im Buch, die du auch an einem Tag eigentlich wirklich auch locker oder auch an einem halben Tag meistens, also wirklich locker erledigen kannst und jetzt auch nicht im Baumarkt für 700 € erstmal dir ganz viel Zeug zusammenkaufen musst. Ne? Das soll auch Oder ein alles. Ingenieurstudium haben, um das umzusetzen. Ja, Weil genau, das ist das, ja. was mich total begeistert hat, ist wirklich, wie einfach ihr das strukturiert habt. Also ne, jedes Projekt ist ja sehr gleich strukturiert. Ne, sagt immer, welches Werkzeug brauchst du dafür, welches Material brauchst du dafür und dann in sehr, sehr einfachen, schnellen Schritten, wie das Projekt umzusetzen ist. Das sollten wir uns auch mal einfach gleich mal angucken. Das ist ja nun, ich sag mal, wirklich auch wichtig bei der Projektauswahl, wie du sagst, dass es eben nicht zu kompliziert ist. Wenn du jetzt so rückblickend sagst, jetzt ist das Buch draußen, ihr habt sicherlich auch Feedback bekommen von Leserinnen und Lesern. Was sind denn so die Lieblingsprojekte, die Menschen, von entweder von euch natürlich oder auch von euren Leserinnen und Lesern? Was wird da so genannt? Also, ich kann sagen, mein Lieblingsprojekt ist eigentlich der Grill-Beistelltisch. Den finde ich super, weil der ist echt einfach gebaut. Wirklich halb, also den hast du, gut, jetzt habe ich es auch schon ein paar Mal gemacht, aber den hast du eigentlich in einer Stunde gebaut. Und ich weiß nicht, ob du den noch aufmachen kannst. Ich mache den gerade mal auf, ja. Warte mal, ich bin gerade dabei. Ich kämpfe hier gerade mit meinem Zoom. Hallo, hallo, hallo. Ups. Oh, ja. Jetzt geht hier aber alles schief. So, bitte nochmal. Wo haben wir denn? Warum sehe ich das denn jetzt hier nicht? Inzwischen ist es natürlich nicht angezeigt hier gerade im Zoom. Ich muss mal eben meine Zoom-Ansicht hier etwas ändern, damit ich das hier überhaupt mal sehen kann. So, jetzt sehe ich es. Und jetzt ist es auch freigegeben. So, jetzt müsstet ihr das Buch sehen. Und jetzt sag mir mal, auf welcher Seite das ist, dann gehe ich da direkt mal hin. Bei mir ist es Seite 11. Ich befürchte allerdings auch, dass ich eine Da ist alte es doch. Software habe. Da ist es Genau. doch. Wunderbar. Ja, ihr könnt Und es draußen auch sehen jetzt, denke ich mir. Ne? Dann bekommt ihr auch gleich einen Eindruck, wie sieht das denn eigentlich im Buch ganz konkret aus. So, dann erzähl mal was dazu gerne. ja, genau, das ist, wir haben es als Grillbeistelltisch jetzt, so ist es auch im Buch. Du kannst es aber generell selbst auch zum Gärtnern. Das ist einfach total praktisch. Es sind drei Kisten aufeinander, verschieden ausgeschnitten sozusagen, mit noch so kleinen Regalen dran, und ein paar Haken. Und das Ganze rollbar, ne? Das heißt, du kannst den Grill benutzen, du kannst es als zur Gartenarbeit benutzen, du kannst es einfach für total viele Sachen benutzen. Es sieht total schön aus. Es ist einfach gebaut, es ist ein großartiges Geschenk. Also ich glaube, ich habe das Ding allein schon viermal verschenkt. Ach super, das ist ja auch eine tolle Idee, das zu verschenken. Ja klar, das ist natürlich auch eine super Sache. Aber hier ist jetzt gerade auch nochmal, das möchte ich euch nochmal zeigen, liebe Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtner. Schaut mal, das ist diese Struktur, von der ich gerade sprach, die sich wirklich bei den einzelnen Projekten immer wieder toll wiederholt. Man sieht sofort übersichtlich, was brauche ich und dann kommen die einzelnen Schritte. Kann es ein Anfänger, eine Anfängerin auch so bauen? Ja, also das war auch unser Anspruch eigentlich, dass wirklich jeder, dass du jetzt auch nicht zumindest meistens super spezielles Werkzeug brauchst. Und ich würde sagen schon, die allermeisten Sachen, die sind wirklich leicht nachzubauen. Was gibt es noch für Projekte? Ich kann ja mal hier so ein bisschen durchscrollen, dann sehen die Zuschauerinnen und Zuschauer auch so ein bisschen. Ach, da steht er auch neben dem Grill. Das ist dann wohl dein Grill, oder? Nee, nee. Das, ja, das ist ein, wir haben das aufgenommen tatsächlich bei einem Bekannten, wir verkaufen auch so Lebendpflanzen bei uns im Shop, immer im Sommer zumindest, eine gewisse Zeit. Und die kriegen wir aus einer Kräuterei, die ist bei uns quasi nebenan. Und der Betreiber der Kräuterei, der hat einen total schönen Garten. Also erstmal natürlich die ganze Kräuterei und dann ein total schönes Haus und Garten. Und da haben wir dann Oh, ganz das viele. sieht wirklich toll, das Haus sieht wirklich toll aus. Das sieht Ja, man. es ist eine tolle Location da für Das sieht Fotos. man so im Hintergrund. Sehr schön. Sehr, sehr gut inszeniert. Ja, aber da kann man sich das vorstellen, wie sowas aussehen kann. Und tatsächlich, du hast ja recht. Also auch wenn für die Pflanzecke und so weiter ist es super geeignet, um da einfach Materialien abzulegen, wenn jemand sagt, auch fürs Grillen finde ich es nicht so wichtig.
Und natürlich mit dem Rollen dann auch eine ganz klasse Geschichte. Ich gehe mal einfach weiter nochmal in das Buch. Das ist übrigens, komme ich jetzt auch direkt mal so drauf, zufällig, auch eins, was bei uns in der Community immer total gehypt wird, nämlich mit Fertigbeton solche Trittsteine zu machen. Ist das kompliziert? Funktioniert das einfach? Ja, ist total einfach. Also du brauchst halt die richtigen Blätter, aber die findest du ja eigentlich auch überall. Man Und kann zum Beispiel Rhabarberblätter nehmen, ne? Das würde ja, funktionieren. das wird funktionieren, genau, kein Problem. Also ich weiß noch, das war auch, also ich hatte ja gesagt, wir haben die Projekte so ein bisschen aufgeteilt und das war meins. Und ich bin dann mit meinen Kindern wirklich einfach nur so ein bisschen durch die Nachbarschaft gegangen und wir haben nie gedacht, was vielleicht cool sein könnte als Blatt. Und dann haben wir das alles mal, haben wir verschiedene Sachen durchprobiert. Also für die Trittsteine braucht man natürlich ausreichend große Blätter, aber es funktioniert grundsätzlich mit allen Blättern und selbst mit kleineren Blättern sieht es halt auch einfach schön aus. Also Und man sieht auch hier wieder, total einfach. wie einfach das ist, ne? Und wie schön strukturiert ihr das eben aufgearbeitet habt, dass es wirklich immer wieder nachvollziehbar, ganz einfach ist, wie man so etwas machen kann. Ganz, ganz toll. Ich gehe noch mal einen kleinen Schritt weiter durch. Ja, Oh. das war jetzt tatsächlich eins der, also das war von Derken Projekt und da hat er ganz schön, also weiß ich, da hat er ganz schön geflucht. Das war, da, das ist eins der komplexeren Sachen, die auch wirklich länger dauern. Ne? Also das ist, würde ich sagen, fast mein, da kommen wir vielleicht nochmal zu meinem Hassprojekt sozusagen. Und das war auf jeden Fall seins. Und ich würde fast sagen, das ist auch so das Komplexeste im ganzen Buch oder zumindest das Langwierigste. Das ist aber ein Upcycling-Thema, ne? Das ist ein, das, ja, genau, Genau, also du brauchst erstmal so einen alten Tisch, aber ich meine, das findet man ja oft an der Straße irgendwo auf dem Sperrmüll, einfach irgendeinen alten Tisch oder kleine Kommode oder das geht, funktioniert ja grundsätzlich mit allen Möbeln und dann da ein Mosaik drauf zu machen, sieht halt, wenn es fertig ist, wirklich fantastisch aus. das Aber sieht das man ist ja, halt nichts, was an einem Nachmittag gegessen ist. sieht wirklich toll aus, aber Mosaik ist dann echt schon eine Nummer, ne? Ja, das ist schon aufwendig. Super, aber auch Ja, hier wieder, und du ne? siehst auch hier Seht. an der Materialliste, ne? Und Ja. an der Werkzeugliste. Ist eben so ein bisschen aufwendiger, das Ja. Projekt. Aber auch da wieder, ne? Sehr übersichtlich gemacht. Also der oder diejenige, die sich entscheidet zu sagen, das will ich mal ausprobieren, findet hier ganz einfach das How-To und hier sind dann nochmal zusätzliche Bilder, die dann erläutern, eben wie es im Laufe des Projektes weitergeht. Das wäre auch auf keinen Fall ein Projekt für mich. Dazu bin ich viel zu hektisch und phlegmatisch, das würde gar nicht funktionieren. Das wird natürlich gar nicht funktionieren. Aber da Das ist sieht so ein man bisschen Zen-Buddhismus, so ein Mosaik, das mal. Aber wie gesagt, es sieht halt super aus, wirklich. Sieht, wenn du es fertig hast und du weißt, okay, vorher war das so ein alter Tisch aus dem Sperrmüll oder so und dann das, ist schon sieht echt. wirklich ganz, ganz toll aus. Das sieht wirklich sehr, sehr schön aus. Und insofern, ja, ein Projekt, das es wert ist, wer dran Spaß hat, das tatsächlich auch einfach mal auszuprobieren. Ja. Einfach hier eine ganz kleine, feine, ganz praktische Idee. Ihr näht ja tatsächlich auch und also ne, es gibt Projekte, wo genäht wird Ja, und genau. das darf ich verraten, ohne zu viel zu verraten. Ganz hinten im Buch gibt es sogar ein Schnittmuster, was für Gartenbücher sehr ungewöhnlich ist. Aber liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, es hat mit Garten zu tun. Das Schnittmuster. Wofür ist das Schnittmuster, Torge? Für eine Schürze. Wir haben eine Gartenschürze mit im Buch, genau, und dafür ist das Schnittmuster. Und ja, wie gesagt, wir hatten eigentlich einen relativ breiten Rahmen, in dem wir geguckt haben. Und unter anderem waren dann da auch Sachen halt, die man nähen kann. Und die haben wir dann halt auch mit reingenommen. Und sind, also die Schürze zum Beispiel ist halt auch super. Die ist ein bisschen, also ich glaube, ich bin jetzt nicht der super Näher. Die ist ein bisschen aufwendiger, aber ich glaube machbar. Das hier ist noch ein bisschen einfacher. Aber eben auch einfach, man sieht wieder, ne? Sieht total süß aus, ist total klasse zu machen. Kann auch als Geschenk eingesetzt werden. Also, ne, wenn ihr noch keine Weihnachtsgeschenke habt, dann könntet ihr hier Weihnachtsgeschenke basteln. Jede Wer sich es Menge. einfach machen will, der verschenkt das Buch. Oder Was? macht es ein bisschen Genau, schwerer bastelt und die doch kauft sich selbst das mit. Buch und dann, genau, muss da noch ein bisschen mehr Arbeit reinstecken. Genau, auch das ist eine sehr gute Idee. Aber man sieht eben einfach, es ist dann doch wirklich sehr vielfältig. Alle Dinge, die ihr macht und auch alle Produkte, die ihr bei euch ja im Shop habt, unterliegen ja einem Motto. Ihr habt ja so ein schönes Motto, ne? Das sagt eben, ihr wollt Grün ins Grau bringen, mehr Grün ins Grau. Und das ist natürlich auch ein tolles kleines Projekt, mit dem das gelingt. Ist es so, dass ihr wirklich immer guckt, ne, dass das Thema Grün ins Grau dann auch zu den Produkten passt? Kann man das so sagen bei euch? Ja, also wir haben eigentlich zwei Themen, wo wir wirklich versuchen, wo wir uns dran langhangeln sozusagen. Das eine ist einfach mehr Grün ins Grau
Und das andere ist, was ich vorhin sagte, dass du einfach so kleine Momente hast, ne, die du verschenkst oder die du dir auch selber schenkst, wo du stehst, vielleicht mal innehältst und einfach eine Interaktion mit der Natur hast. Ne, da sehen, ich meine jetzt klar, für deine Community ist es natürlich am naheliegendsten, wenn ich jetzt eine Tomate sehe und ne, da muss ich ja sowieso dranbleiben und wenn ich sie dann ernte, dieser Moment, solche kleinen Momente zu schaffen. Ne? Oder ich füttere einen Vogel und stehe dann am Fenster im Herbst, eigentlich Scheißwetter, ich bin eh drin, aber dann habe ich zumindest trotzdem noch so einen kleinen schönen Moment. Ne? Guck raus, guck dem Vogel dabei zu. Das ist, worum es uns eigentlich geht. Toll, also toll, und das gelingt euch mit den Dingen, die ihr hier im Buch zeigt, sowie auch mit den Dingen, die ihr im Shop habt, natürlich wirklich immer wieder sehr gut. Wow, auch ein ganz tolles Projekt. Ja, das ist tatsächlich auch schön. Dafür braucht man, ja, hier steht auch diesen 3D-Bohrer. Das ist auch ein Projekt, wo du einmal wirklich ein etwas spezielleres Werkzeug brauchst. Das kann man sich aber auch tatsächlich meistens irgendwo leihen. In den Baumärkten und so weiter gut zu leihen, genau. Ne? Also das funktioniert eigentlich auch ganz gut. Aber ihr seht eben immer wieder, ne? Es sind immer wieder Projekte, die sehr, sehr gut strukturiert, sehr einfach erklärt sind, wie sie dann am Ende des Tages umzusetzen sind. Ja, und das eine oder andere Projekt ist halt ein bisschen aufwendiger, dafür aber auch mehr ein Wow-Effekt noch vielleicht als das andere. Ne? Mein, kann ja auch mal sagen, Ja, sag mal. mein Endgegner war die Reifenwippe. Das hatten wir uns auch, das hatten wir tatsächlich auch bei Pinterest gefunden. Das ist eine Wippe aus einem alten Autoreifen. Hast du die Seitenzahl bitte einmal für mich, dass ich die mal, ich gehe sonst einfach mal durch für. Ah, das ist ja auch super. Das ist ja auch eine super Idee. Also das ist ja wirklich auch klasse. Ja, guckt euch die Sachen an. Also ihr seht, es ist wirklich sehr, sehr einfach gemacht, aber wunderschön im Ergebnis, was dabei rumkommt. Für ganz viele Dinge eben, und das finde ich auch toll, dass ihr zum Beispiel auch Ideen habt, alte Möbel wieder aufzuwerten, denn ich finde das immer total schade, wenn ich am Sperrmüll vorbeigehe und sehe da irgendwelche alten, toll gefertigten Möbelstücke, die vielleicht ein bisschen in Jahre gekommen sind, aber handwerklich einfach so toll sind. Und ihr schreibt es so schön, das Buch richtet sich an diejenigen, die ihre Möbel nicht mit Imbusschlüssel zusammenbauen wollen. Ne? Das fand ich einen sehr guten Spruch quasi. 59 ist es hier bei mir. 59, dann gehen wir da mal ganz schnell hin. Das kriegen wir noch mit hier rein. So, da ist Ja, er. Ha, genau. tatsächlich. Und also einen alten Reifen tatsächlich kriegst du immer, wenn du einfach nur zu ATU oder sonst irgendeiner Autowerkstatt fährst und fragst, die haben die da eigentlich in der Regel rumliegen, die kann man sich da also einfach holen. Aber den dann tatsächlich durchzuschneiden, daran, das war dann echt, also genau, am Ende macht man es dann mit einer Flex. Aber ich Weil da habe. ist ja Metall drin, ne? Da sind Metallstreifen drin, Ja, ne? In der genau. Klasse, Ich genau. hatte erst keine Flex, sondern habe es dann echt erstmal mit einer Stichsäge versucht, Handsäge. Also da ist eine Flex wirklich angeraten. Das. Da, in der Tat. Aber tolle, ganz, ganz, ganz tolle Idee. Also wirklich auch ganz, ganz großartig gemacht. Und hier, ne? Ihr seht immer wieder die Struktur, Material, Werkzeug und dann die einzelnen Schritte, in denen das zu machen ist. Und Tipps, wo ihr das Material gegebenenfalls noch herbekommt, findet ihr hier auch. Also insofern, ja. Wie sieht es denn aus? Habt ihr Projekte für ein neues Buch? Wir haben ja tatsächlich noch zwei andere Bücher gemacht im EMF Verlag. Und zwar ging es da, beide Bücher ging es um Hochbeetgärtner. Und da war eigentlich so ein bisschen was Ähnliches, ist dieser Ansatz, es relativ leicht zu machen. Und das heißt, es sind zwei Bücher. In jedem Buch findest du fünf verschiedene Beete, die wir dann durchs Jahr begleiten. Also das heißt, wir haben zum Beispiel einmal ein Beet Naschgarten. Und dann geht es wirklich los. Was muss ich vorziehen? Vielleicht im Dezember, Januar, Februar. Wann tue ich was ins Beet? Welche Fruchtfolge kann ich da drin machen? Also, wo wir wirklich dich mit diesem Beet komplett durchs Jahr nehmen. Ne? Wunderbar. Jeden Monat, das heißt, pass auf, jetzt im Februar muss das und das machen, im März muss das und das machen, dann kannst du das ernten, im April das und so weiter und so fort. Und das heißt, du kannst da eigentlich diese Beete so durchgärtnern. Ne? Und kannst dann im nächsten Jahr ein anderes dir raussuchen und genau. Und das sind auch echt schöne Bücher. Natürlich auch in der Erstellung relativ tatsächlich aufwendig waren, weil wir alle diese 10 Beete natürlich durchs ganze Jahr auch gärtnern mussten und immer Und wieder fotografieren und fotografieren. ja, genau. Genau, aber also total finde ich auch gelungene Bücher. Ja. Super, super. Dein absolutes Lieblingsprojekt in eurem Do-it-yourself-Buch ist? Ich würde sagen,
Also ja, der Grillbeistelltisch eigentlich tatsächlich. Der tatsächliche Grillbeispiel, Ja, ja. und danach dann so eine, wir haben noch so eine Vogelfutterstation mit so einer Flasche. Das ist, würde ich sagen, auf Platz 2. Ja, also, liebe Gartenfreundinnen und Gartenfreunde, ich kann euch nur raten, wenn ihr Spaß habt an Do-it-yourself-Projekten, wenn ihr vielleicht auch das erste Mal so ein bisschen Upcycling mit Möbeln machen wollt, dann ist das Buch hundertprozentig richtig für euch. Hier seht ihr es nochmal. Und dann solltet ihr, na, das ist natürlich mit dem Hintergrund immer schön verschwommen, dann seht ihr es hier nochmal. Dann kann ich euch das Buch wirklich sehr, sehr ans Herz legen. Also, die Stadtgärtner haben hier das kreative Garten, Buch zu mit Do-it-yourself-Projekten herausgegeben im EMF Verlag. Ja, was gibt es als letztes? Du hast das Schlusswort. Was gibt es als letztes dazu zu sagen? Ja, vielleicht, wer da reinschnuppern will, wir haben, ich glaube, 4 oder 5 sogar Projekte komplett auch bei uns im Blog. Das heißt, da kann man mal, wie so eine Leseprobe sozusagen, ne, kann man 4, 5 Projekte schon mal sich komplett anschauen. Super. Also, Und ich genau. sage noch dazu, bis heute Abend, 23:59 Uhr, könnt ihr eines von drei dieser Bücher auch noch gewinnen. Schaut mal entweder bei den Stadtgärtnern oder bei Wir sind Garten in die Profile. Da findet ihr das Gewinnspiel, könnt ihr mitmachen. Mit ein bisschen Glück seid ihr dann auch vielleicht dabei. Ich sage ganz, ganz vielen lieben Dank, lieber Torge, dass du dir die Zeit genommen hast, euer Buch hier einmal vorzustellen. Da ist es nochmal. Und ja, wir sehen uns jetzt gleich auf Instagram und ihr da draußen, euch ein schönes Wochenende, wenn es soweit ist. Macht es gut und bis bald. Also, Ciao. tschüss. Ciao.